Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge McAllister's Outdoor Cooking. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär, und ihr wundert euch sicherlich, warum steht der denn jetzt vor der Kamera und nicht der Christian selber. Das hat folgenden Grund: Er hat letztens so schön mein Bacon-Bomb-Video mitten im Dreh gesprengt. Da habe ich mir gedacht, ich sabbel ihm jetzt einfach mal ein schönes Intro auf die Kamera. Ob er es jetzt letztendlich benutzt, werden wir sehen. Ich hoffe natürlich ja. Er will heute einen Büffel-Rouladentopf machen, das Ganze im Dutch Oven. Das wird wieder so eine richtig feine One-Pot-Geschichte, wie man es halt von ihm kennt. Was ihr jetzt alles braucht dafür, wie das funktioniert, das zeigt der Christian euch jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, wie ihr seht, ich bin immer noch bei Michael beim Barbecue-Bären. Hallihallo. Und wir haben jetzt hier heute als Spezialität unser Büffelfleisch. Schön aus der Oberschale, natürlich wieder von Büffel Bill. Ich werde euch wieder alles von Büffel Bill schön unten in der Infobox verlinken. Denkt auch an den Rabattcode, den wir hier haben, McAllister20. Werde ich euch unten hier einfügen, beziehungsweise auch in der Infobox schön mit dazu schreiben. Wenn ihr mal Büffelfleisch wollt, die besondere Extraklasse, kann ich nur empfehlen, dass ihr einfach mal zuschlagt. Bevor wir lange rumreden, werden wir einfach jetzt zeigen, was wir für unsere One-Pot-Rouladen hier brauchen. Und da starten wir jetzt. Ja, wie ihr seht, wir haben hier einen reich gedeckten Gabentisch. Wir werden uns mal der Reihe nach einfach durcharbeiten. Hier haben wir schöne klein gewürfelte Kartoffeln. Wir haben Zwiebeln. Hier haben wir etwas Rotkraut. Wir haben Bacon, hier haben wir klein gewürfelte Essiggurken bzw. Gewürzgurken mit Sud, hier haben wir ein bisschen Staudensellerie, wir haben Karotten, Senf, einen Rotwein. Zum Würzen für unser Fleisch haben wir den Steakjuwel vom Beef Buddy, wir haben etwas Ketchup, Tomatenmark haben wir leider vergessen, deswegen müssen wir heute improvisieren mit Ketchup, sollte aber genauso funktionieren. Und wie dann erwähnt, unser super Büffelfleisch, unsere Oberschale. Wir brauchen auch noch ein paar Schaschlikspieße. Warum? Das werdet ihr dann gleich sehen. Das war's an Zutaten. Ich werde euch wieder alles schön in die Infobox schreiben. Und dann hätte ich gesagt, wir starten durch. Wir starten jetzt, dass wir unser Büffelfleisch hier erst einmal schön aufschneiden werden. Und dann werden wir uns diese Rouladen hier auch erst einmal schön angucken. Also so sind die hier geschnitten. Prinzipiell können wir aus denen auch richtig ganz normale Rouladen machen. Aber wir machen heute was Ausgefallenes. Und zwar werden wir uns hier der Länge entlang so schöne Stückele hier rausschneiden aus unseren Rouladen. Pro Roulade, je nachdem wie es ausgeht, so 2 bis 3 Streifen. Hier haben wir jetzt 3 geschafft. Und dann werden wir uns hier unseren Senf nehmen und werden die schön fein hier wie bei den klassischen Rouladen erstmal mit Senf beschmieren. Wenn die dann mit Senf bestrichen sind, haben wir hier unser Gewürz vom Beef Buddy. Alternativ nehmt ihr natürlich nur Salz und Pfeffer oder das Gewürz, was euch schmeckt. Da geben wir eine ordentliche Menge drüber, dass wir auch Geschmack in unseren Topf dann reinbekommen. Und jetzt fangen wir an, dass wir hier von der dünnen Seite unsere Mini-Rouladen hier so aufrollen werden. Eine Füllung haben wir hier heute nicht mit drin, in etwa so. Dann kommen wir auch schon zu unseren Spießen hier. Jetzt werden wir hier unsere Mini-Rouladen einfach durch die Spieße durchziehen. Und das hat den folgenden Hintergrund, dass wir unsere Spieße dann erstmal schön anbraten können. Im Idealfall bleiben die dann auch so stabil, dass wenn wir die dann später wieder von den Spießen runternehmen, dass das alles dann auch so zusammengerollt hält. Das werden wir sehen, die Hoffnung besteht. Und wie gesagt, ich werde jetzt die Spieße alle mal vorbereiten. Wenn die dann fertig sind, werde ich euch die nochmal zeigen. Und dann gehen wir auch schon rüber an den Dutch Oven. Kurze Zeit später und mit vereinten Kräften haben wir es dann geschafft, hier unsere Spieße aufzustecken. Und die sehen jetzt eigentlich schon großartig aus. Die können wir uns mal hier anschauen. Ja, so sehen die dann aus. Und so werden wir die jetzt dann auch schön anbraten. Ihr schaut vielleicht immer auf, dass ihr hier eure Öffnungen ziemlich weit vorne habt. Dass ihr hier dann wie so eine Art Klebefunktion habt, wenn ihr die anbratet. Und dass das hier auch verschließt und unsere Rouladen dann später auch zusammenhalten. Wir sind am Dutch Oven Tisch angekommen und wie ihr seht, wir haben hier schon unsere Kohlen verteilt. Da haben wir ungefähr einen halben Anzündkamin genommen, haben jetzt hier unseren Pfannenknecht draufgegeben und dann haben wir hier ein schönes Gerät, das was der Michael hat, das was nicht einmal ich zu Hause habe.
Und zwar auch vom Barbecue Toro, den QT10. Der bietet reichlich Platz für die ganzen Zutaten, die wir heute haben. Und den lassen wir jetzt erstmal schön aufheizen. Wir werden jetzt hier erstmal ordentliche Menge Butterschmalz hier reingeben. Könnt auch Öl nehmen, was ihr wollt. Und das lassen wir jetzt erstmal schön schmelzen. Jetzt nehmen wir uns hier schön unsere Spieße und werden anfangen, dass wir die einmal ringsherum schön anbraten werden. Wir nehmen nicht zu viele, denn auch hier besteht die Gefahr, dass das alles mit Wässern anfangen könnte. Und dann haben wir hier kein Braten mehr, sondern nur noch Kochen und das wollen wir nicht. Also geben wir jetzt hier maximal 4 Spieße rein und peu à peu werden wir das alles hier anbraten. Nach gut 2 Minuten werden wir unsere Spieße jetzt hier mal schön umdrehen. Im Idealfall habt ihr da so eine schöne Zange, aber mir ist es zu kompliziert, deswegen nehme ich die Hände. Und wie ihr seht, wir haben ja richtig schön Farbe drauf bekommen. Auf der Seite lassen wir da nochmal 2 Minuten anbraten. Dann werden wir die rausnehmen und dann braten wir einfach alle durch und wenn wir da fertig sind, sehen wir uns wieder. Ja, gute 20 Minuten später, so lange hat das alles jetzt hier gedauert mit dem Anbraten, haben wir hier wirklich schöne angebratene Spieße. Die werden wir jetzt mal kurz auf die Seite geben. So sieht das Ganze hier aus, also haben wir auch schön unseren Saft mit dabei. Butterschmalz haben wir hier noch ausreichend drin und wir werden jetzt anfangen, dass wir unser Gemüse hier schön anrösten werden. Wir fangen mit den Zwiebeln an, geben unsere Karotten hier mit dazu, die haben wir schön klein gewürfelt und unseren Staudensellerie. Das bildet jetzt so den Grundsatz für unsere Soße. Später bei normalen Rouladen würde ich das rauspassieren, raussieben, aber hier werden wir das heute alles mit drin lassen, das werden wir später mitessen. Während hier unser Gemüse schön anschmurgelt, haben wir hier die Michi. Juhu! Was machst du hier Schönes? Ich mache deine Mini-Rouladen von den Spießen runter, damit du die gleich schön in deinem Topf versenken kannst. Sehr gut. Also ich versuche jetzt hier mal so nah wie möglich heran zu zoomen. Wie ihr hier seht, das Fleisch, das bleibt tatsächlich in der Form, so wie ich es mir erhofft habe und fällt nicht auseinander. Also Plan ist aufgegangen. Ob es dann nach dem Kochen auch noch alles so ausschaut, werden wir sehen. Ich habe gerade meinen Finger abgelutscht. Hast du auch schon mal Stiebitz dann probiert? Nein. Lügst du? Ich bin eisern. Lügst Nein. du? Nein. Muss mal probieren, sind lecker. Ich muss gleich den Finger abgeben, der ist schön sippig. Sehr gut. Also du bist ja auch gleich fertig. Genau. Wir schauen aber nochmal zu unserem Gemüse. Das rühren wir jetzt auch nochmal schnell durch. Ich habe die Kamera in der Zwischenzeit hier wieder auf meinen Ständer aufgesteckt. Hört sich versauter an, als es ist. Da muss sogar Frau Barbecue-Bär lachen. Da wir jetzt hier in diesem Dutch Oven richtig schön viel Platz haben, werden wir uns jetzt das Gemüse hier auf eine Seite rüberschaufeln. Und hier drüben haben wir dann Platz für unseren Bacon. Den werden wir hier dazugeben. Das muss jetzt alles wieder aufheizen, dann fängt es auch schnell wieder das Braten an. Und den lassen wir uns jetzt auch noch ein bisschen anbraten. In der Zwischenzeit haben wir jetzt alles hier schön vermengt. Das ist jetzt alles schön angebraten. Unsere Zwiebeln sind richtig schön glasig. Prinzipiell wäre das Essen jetzt hier fertig, Michael, geruchstechnisch, oder? Jo, mega. Aber komischerweise stehen da nur Zutaten, also die müssen wir dann doch reingeben. Aber könnten wir jetzt so essen, also es riecht wirklich unglaublich. Ja, und dann haben wir jetzt hier unseren Rotwein. Das ist jetzt nichts Spezielles. Den werden wir jetzt hier einfach drüber geben. Da nehmen wir so eine viertelte bis halbe Flasche, werden das hier ablöschen. Den Wein lassen wir jetzt auch kurz einmal aufköcheln und ein bisschen einreduzieren, ungefähr so auf die Hälfte. Und danach geht es dann weiter. Ihr hättet jetzt auch, wenn ihr Tomatenmark gehabt hättet, das Tomatenmark hier noch vorher mit anrösten können. Da wir aber heute nur das Ketchup haben, das brauchen wir nicht anrösten. 5 Minuten später ist unser Wein dann schon schön einreduziert. Und jetzt werden wir unsere Rouladen hier dazugeben, unsere Mini-Rouladis. Und die werden wir jetzt hier einfach vorsichtig hier mit reingeben. Den Bratensaft haben wir hier natürlich auch mit dazugegeben. Der, wo er ausgetreten ist, der gibt auch nochmal richtig klasse Geschmack ab. Wir werden jetzt unsere Essiggurken hier dazugeben. Wie ihr seht, ich habe ja auch den Gurkensaft mit drinnen. Da werden wir dann auch ein bisschen was dazugeben, weil das gibt nochmal so den Gewürzkick obendrauf. Aber noch nicht alles. Nicht, dass uns das dann zu säuerlich wird. Wir geben jetzt hier unser Blaukraut mit dazu.
Das haben wir nicht selber gemacht, das ist gekauft aus dem Glas, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Glaube ich, war sogar Apfelblaugraut, Michi, oder? Jawohl. Bevor wir es vergessen, werden wir jetzt hier unser Ketchup mit dazu geben, unser Tomatenmark-Ersatz. Das sind jetzt ungefähr so 2 Esslöffel, was wir hier drin haben. Dann haben wir jetzt hier unsere Rinderbrühe. Das ist jetzt 1 Liter vorerst, den werden wir hier mit dazu geben. Und als finale Zutat haben wir jetzt hier noch unsere Kartoffeln, die werden wir auch gleich mit dazu geben. Und jetzt werden wir das Ganze hier mal alles schön vermengen. Und so wie das jetzt hier schon ausschaut, wird es dann durchgekocht, durchgeschmort, richtig, richtig geil werden. Prinzipiell könnte man jetzt sagen, man füllt die Flüssigkeit noch so weit auf, dass hier alles bedeckt ist, aber das wird dann alles noch einfallen und durch das Aufkochen wird es dann eh alles bedeckt sein mit Flüssigkeit. In diesem Sinne sind wir soweit fertig. Wir geben jetzt nur noch unseren Deckel drauf. Wer möchte, kann sich unten jetzt nur ein paar Kohlen nach oben holen, auf den Deckel drauf geben. Wir werden das Ganze aber nur von unten schön schmoren lassen. Schön gemütlich. Wir werden jetzt auch ein paar Kohlen wegnehmen, weil unten drunter haben wir jetzt zum Anbraten richtig viel gehabt. So viele braucht man nicht mehr. An Zeit hätte ich jetzt gesagt, geben wir dem Ganzen mal so 1 bis 1,5 Stunden. Länger möchte das auch allein schon wegen dem Büffelfleisch nicht schmoren lassen, weil ich die Angst habe, dass das Ganze sonst wieder vielleicht zu trocken wird. Büffelfleisch ist ganz anders zu handeln wie jetzt ganz normales Rindfleisch. Erfahrungswerte habe ich nicht. Wir müssen schauen, was passiert. Wir werden abwarten und sehen uns dann wieder, wenn unser Topf hier fertig geschmort hat. Bis nachher. So, willkommen zurück. Gute 1,5 Stunden haben wir das hier jetzt schön vor sich dahin blubbern lassen. Wir haben in der Zwischenzeit richtig schön Spaß gehabt, gell Michi? Jo. Und wir werden jetzt einfach mal hier in unser Töpfchen reingucken. Und jetzt warten wir, bis der Dampf sich hier verzogen hat. Ja Leute, und jetzt schaut euch mal diesen fantastischen Topf hier an. Also nach 1,5 Stunden Kochen, ich hoffe man kann sie sehen, unsere Mini-Roulettchen sind immer noch in der Ursprungsform schön zusammengerollt, so wie es der Plan war. Was man so sieht, ist es bei allen so, sicherlich wird es vereinzelt welche geben, die ein bisschen aufgegangen sind. Aber das ist völlig egal. Jetzt werden wir uns hier die Konsistenz von unserer Flüssigkeit hier anschauen. Also das Ganze ist sehr, 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 sehr wässerig. Und deswegen haben wir uns jetzt hier noch ein bisschen Mehl geholt. Das mit ein bisschen Wasser aufgelöst. Und da werden wir jetzt vorsichtig einfach ein bisschen was dazugeben. Werden das schön unterrühren. Ja, und man merkt sofort, wie das Ganze hier anzieht. Und ich denke, von der Konsistenz passt es jetzt dann hier auch wirklich super. Dann ist unser Topf hier fertig. Wir werden uns jetzt 2 Schüsselchen holen und dann werden wir hier ein kleines Probierelle machen. So, dann sind wir hier am finalen Punkt angekommen. Ein langer, schöner, lustiger Dreh- und Samstag. Bis zu Ende. Geht zu Ende, neigt sich dem Ende zu. Wir haben jetzt auch die finale Aufgabe, das hier zu probieren. Wir werden ja das Ganze morgen als Mittagessen, Sonntagmittag essen. Deswegen jetzt nur das schnelle Probierelle. Und bevor wir jetzt lange reden, hätte ich gesagt, probier das. Sag dann dein ehrliches Fazit, deine ehrliche Meinung dazu. Denn es gibt nicht viele, die meine Sachen bereits gekostet haben. Also ist eine große Ehre quasi für dich. Also meine Meinung, nach dem ersten Bissen steht schon fest. Jetzt möchte ich aber das von Michael zuallererst hören. Red, dass man dich auch im Mikrofon hört. Also als erstes mal, ich bin wirklich sprachlos. Dass man diesen Geschmack, sage ich mal, was man so von Rouladen alleine kennt, mit Kartoffeln und Rotkohl und alles, in einen so einem Topf so vereinen kann. Das ist schon echt der Hammer. Ja, und sonst muss ich sagen, man sieht ja immer nur die Sachen von dir. Jetzt sage ich mal auf YouTube und man weiß halt nie, schmeckt so nicht. Du bist auch sehr selbstkritisch mit dir. Also ich kann wirklich nur sagen, das, was er euch da erzählt, das ist nicht gelogen, nicht ersponnen oder sonst was. Das ist echt der Hammer. Also wie gesagt, diesen Rouladentopf, wie du mir davon erzählt hast, konnte ich mir erst nichts drunter vorstellen. Wird das so, klappt das überhaupt? Mit so kleinen Mini-Rouletchen, was er gesagt hat, dass das so eine Art Gulasch ist, nur so halt klein aufgewickelt. Da habe ich mir gedacht, hä? Man könnte die ja auch anders formen und hinterher kleinschneiden oder nur gefrisselt machen. Aber nein, er hatte da seinen Plan und den hat er durchgezogen. Und ich muss echt sagen, wer auf Rouladen steht, generell auf solche Sachen, der soll dieses Mal so nachmachen und der wird sprachlos sein. Also ich bin echt
hin und weg. Ich freue mich schon auf morgen Mittag, wenn ich mehr davon essen darf. Jetzt sagst du mir noch ein Fazit. Ich habe es jetzt noch mal kurz probiert hier zum Fleisch. Butterzart. Also Geschmack nicht, der Büffel kommt raus, man schmeckt ihn, aber von der Zartheit her. Wie mal für die Zuschauer, wie definierst du den Geschmack von Büffelfleisch? Ja, du hast diesen Wildgeschmack, der kommt leicht durch. Würdest du auch halt, sagen. Genau, und dann halt das Rind hinterher. Ja. Das ist dann so eine geile Kombo. So kann man so gar nicht beschreiben, wenn man sich selber. Das sage ich auch immer, dass man es nicht beschreiben kann. Ja. Genau. Auf jeden Fall bedanke ich mich dann schon mal für diese netten Worte hier. Ich habe zu danken. Also ihr wisst, ich bin immer sehr selbstkritisch und heute muss ich das wirklich auch so sagen, wie es der Michael hier gesagt hat. Also ich bin hier gerade selber auch begeistert davon. Man hat ja wirklich einfach, man isst Rouladen hier, so wie man es kennt, als Sonntagsbraten, schön die großen aufgerollten mit seinem Knödel dazu und halt separat noch hier ein bisschen sein Blaukraut. Nur, das haben wir heute nicht, sondern wir haben ja einfach eine One-Pot-Variante und hier ist alles zusammengemixt, alles zusammengewürfelt. Auch unser Gemüse, was ich sonst eigentlich rauspassiert hätte, ist jetzt hier noch mit drin. Und ich muss sagen, es schmeckt hammergeil, also wirklich eine gelungene Sache heute. Auch, wo letztens ein mega Fauxpas war, hier das Brisket vom Büffel, ist mir nicht gelungen. War natürlich eine Grillsache, heute sind wir jetzt hier wieder am Topf. Also das Fleisch ist wirklich butterzart, muss ich sagen. Also hätte ich auch nicht geglaubt, aber es ist wirklich so, es ist butterzart, dieses Büffelfleisch, diese Oberschale vom Büffel, die wir hier hatten. War insgesamt 1 Kilo, was wir jetzt hier hatten. Und durch herrlich. Ich würde sogar die vage Behauptung aufstellen, dass das Ganze morgen, wenn es einfach über Nacht dazu mal durchzieht, nochmal besser schmeckt. Nochmal einen Ticken besser schmeckt, aufgewärmt. Kann ich mir auch vorstellen. Weil es bei den meisten so Schmorgerichten einfach immer so ist. Ja, und in diesem Sinne, hätte ich gesagt, wir sind da durch. Also, ich werde jetzt ein bisschen das hier noch so näscheln. Tja, und dann? Ne, großartig. Kartoffeln sind auch durch. Ja. Was hier noch ist, der Sellerie hat hier ein bisschen sogar noch Biss. Was wir nach 1,5 Stunden jetzt nicht... Ach ja. Aber du bist der Zeuge hier. Wir haben tatsächlich die Kartoffeln 1,5 Stunden hier dahin köcheln lassen. Viele sagen ja immer, 1,5 Stunden, die Kartoffeln, die müssen doch matsch sein. Nee, ist nicht so. Also die Kartoffeln, die haben jetzt, die könnten sogar theoretisch noch ein Stückchen, ja, dass die so richtig weich sind. Haben aber noch einen leichten Biss. Ja. Also das ist genial. Also finde ich super. Also Topf macht's möglich. Dutch Oven ist einfach die Wunder-Allzweckwaffe, die du beherrschst. Wenn du das so sagst, freue ich mich. Sag vielen herzlichen Dank. Topfgott, okay, lassen wir jetzt einfach hier so stehen. Ja, in diesem Sinne möchte ich dann auch zum Schluss kommen. Also für mich geht hier wieder ein wunderschönes Wochenende in Nordhessen zu Ende. War für mich wieder eine wunderschöne Zeit. Ich war ja diesmal nicht mehr 2 Tage, sondern tatsächlich 3 ganze Tage da. Bin am Donnerstag schon angereist. Mega Gastfreundschaft, was ich genießen durfte. Also wenn er mal Urlaub macht bei Familie Schiller, Fräulein Schiller tanzt hier hinten schon schön. Die dürfen aber nicht einblenden. Auch die Kleine ist noch wach und wir haben es kurz nach 12. Du gehst jetzt aber dann ins Bett, gell? Nee, und bevor wir das Ganze hier jetzt ewig ausweiten, also ich sag vielen herzlichen Dank bei dir. Ich auch. War schön. Michi, hat echt gut geschmeckt, was du gemacht hast. Ich denke, wir haben mit den Gerichten, was wir am Wochenende gemacht haben, wirklich jeder hat das Potenzial vom anderen mal wirklich in live kennenlernen dürfen. Und am Grill, sensationell, was der da auch zaubert. Also der Barbecue-Bär für die Leute, die den noch nicht abonniert haben, ein Muss. Hier oben, ne, hier irgendwo wird jetzt da was auftauchen. Kanal vom Barbecue-Bär, da klickt er drauf auf sein Logo und dann könnt ihr seinen Kanal abonnieren. Macht das, sonst verpasst er wirklich was. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ob es die Leute machen, werden wir sehen. Müssen sie alle selber entscheiden. Müssen sie alle selber entscheiden, genau. Nee. Und dann kommen wir auch wirklich zum Ende. Vor lauter Labern fiel mir meine obligatorischen Worte. Vielleicht kannst du auswendig, weißt du, was ich immer sage? Ja. Vielen Dank fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer McAllister. Macht's gut. Ciao. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und kommentieren nicht vergessen. Und wenn ihr von mir noch keine Abonnenten seid, wenn ihr den abonniert, abonniert er mich natürlich auch. Und zwar hier oben. In diesem Sinne, alle, saugeil war's. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut.